Nils Schniederjan hat für den DLF einen Bericht über die Schuldenbremse erstellt, beziehungsweise über die Berichterstattung, die bei der Einführung der Schuldenbremse über sie getätigt wurde. Und die Berichterstattung, die war, so viel verrate ich gleich mal vorweg, alles andere als ausgeglichen. Die Medien haben durchweg neoliberale Propaganda verbreitet, so wie sie das immer noch größtenteils tun. Die Medien sind neoliberal, also sind alle durchgehend neoliberal, eben weil sie den Interessen ihrer großen Kapitaleigentümer dienen. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst mal zu Nils Schniederjan. Er hatte sich ja letztens im DLF mit einer Reportage über die Streamerin Shuyoka ziemlich stark blamiert. Die Reportage über die Schuldenbremse, so viel sei jetzt schon mal verraten, ist wesentlich, wesentlich besser geworden. Sie heißt Verfassungsänderung und keiner diskutiert darüber. Schuldenbremse 2009. Die Schuldenbremse war eines der erfolgenschwersten Gesetze der letzten Jahre. Es schränkt die Handlungsfähigkeit von Regierungen bis heute massiv ein. Dass das Gesetz so entscheidend war, wurde vor dem Beschluss in den Medien kaum transportiert. Ach. Funk, medias res. Jetzt, wo sie tatsächlich eingehalten werden muss, da ist die Schuldenbremse in den Medien dauerpräsent. In Talkshows, Interviews, Kommentaren, überall wird über Sinn und Zweck der Verschuldungsgrenzen debattiert. Aber wie sah die mediale Diskussion eigentlich aus, als die Schuldenbremse 2009 eingeführt wurde? Nils Schniederjan ist für uns ins Archiv gestiegen und hat sich die Berichte und Kommentare von damals nochmal angesehen. Ein Blick zurück ins Frühjahr 2009. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Damals konnte man beinahe übersehen, dass gerade eine Regel in die Verfassung aufgenommen wurde, die die Möglichkeiten anschließender Regierungen massiv einschränken sollte. Als die Schuldenbremse vom Bundestag verabschiedet wurde, begann die Tagesschau zum Beispiel abends so. Die Bemühungen um die Rettung des angeschlagenen Autobauers Opel sind in einer entscheidenden Phase. Erst zwei Berichte später ging es um die Grundgesetzänderung, die von der Großen Koalition beschlossen worden war. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik soll ein Schuldenverbot ins Grundgesetz geschrieben werden. Auch vor dem Bundestagsbeschluss war in den Medien kaum über die anstehende Verfassungsänderung diskutiert worden. Die Tagesschau berichtete in den Tagen davor gar nicht. In der Wochenzeitung Die Zeit kam die Diskussion um die Schuldenbremse ebenfalls nicht vor. Und in den Talkshows Anne Will oder Hart aber fair wurde ebenfalls nicht über die Entscheidung diskutiert. Die Schuldenbremse erschien als eine Fachdiskussion, die die breite Öffentlichkeit kaum interessierte. Das ist doch sehr interessant. Die größte deutsche Nachrichtensendung berichtet nicht vernünftig über die Schuldenbremse, während dort ein berichtet nicht vernünftig über ein neoliberales Ideologieprojekt, das in unsere Verfassung reingeschrieben und die Finanzpolitik auf Jahrzehnte hinweg prägen wird. Also das sollte einen doch sehr verwundern bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Auf den Weg gebracht wurde sie schließlich von einer Regierungskommission hinter verschlossener Tür. Die parlamentarische Debatte fiel angesichts der regierenden Großen Koalition eher spärlich aus. In den Medien wurde höchstens diskutiert, ob die Schuldenbremse überhaupt etwas bringen würde. So kommentierte etwa Susanne Höll in der Süddeutschen Zeitung nach der Entscheidung, dass die papierne Bremse tatsächlich auch im richtigen Moment zupackt, kann getrost bezweifelt werden. Die Erfahrung lehrt, dass Regierungen immer neue Wege finden, Schulden zu machen. Die Liste der Ausreden, warum man nicht sparen, geschweige denn Kredite tilgen kann, wird in den nächsten Jahren einfach länger werden. Nur wenige Beobachter warnten davor, dass vermeintliche wirtschaftspolitische Wahrheiten oft schon nach wenigen Jahren von der Wirklichkeit. Das ist völlig irre, was hier in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat. Das hat nichts mit der wirtschaftlichen Realität der damaligen Zeit zu tun. Ihr seht, dass 2009, als die Schuldenbremse eingeführt wurde, die Unternehmen auch schon Netto-Sparer waren. Und zwar ziemlich, ziemlich deutlich. Und das schon seit Anfang der 2000er Jahre. Das heißt, auch da war völlig klar, dass der Staat auf lange Sicht wird dauerhafte Finanzierungsdefizite erzielen müssen. Das heißt, damals war schon völlig klar, dass die Schuldenbremse die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands zerstören oder Deutschland dauerhaft zu Merkantilisten machen wird. Das war damals schon völlig klar. Und darüber haben die Medien nicht berichtet. Sie haben so getan, als wäre Schuldenreduktion des Staates etwas an sich Gutes, etwas Anstrebenswertes, was reinste neoliberale Propaganda ist. Was dazu dient, um Kürzungen bei unserem Sozialsystem, was dazu dient, um solche Projekte wie die Agenda 2010 durchzubringen, was aber nicht im Interesse der Menschen in diesem Land ist, sondern nur im Interesse des Finanzkapitals, dass ich dann zum Beispiel privatisierte Staatsbetriebe billiger unter den Nagel reißen kann oder im Interesse der Exportindustrie, die weiter die Strategie des Lohndumpings fahren kann und damit das Ausland, wie ihr hier in dieser Grafik sehr schön seht, zum Nettoschuldner machen kann. Möglichkeit eingeholt werden. Einer dieser wenigen war Sebastian Dullin.
Er schrieb damals als VWL-Professor: Shame Forest, das würde ich nicht unterschreiben. Die Schuldenbremse ist ein neoliberales Ideologieprojekt. Sie dient dazu, den Einfluss des Staates zurückzudrängen und vor allem den Sozialstaat zu schrumpfen. Also, ihr seht, dass für Aufrüstung immer Geld da ist. Also, da hat man ja sogar ein Sondervermögen in die Verfassung geschrieben, dass eine Schuldenbremse vorbeigeht. Aber die Schuldenbremse, die dient wirklich dazu, den Sozialstaat zu zerstören. Ein Kommentar im Spiegel. Heute ist er Leiter des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Er nannte die Einführung einer Schuldenbremse Wahnsinn und gab zu bedenken: Besonders unverständlich ist, dass SPD und Union die Schuldenbremse auch noch ins Grundgesetz schreiben wollen. Die Finanzkrise der vergangenen Monate hätte den Politikern vor Augen führen müssen, wie kurz die Halbwertszeit von wirtschaftspolitischen Glaubenssätzen ist. Statt aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre zu lernen, wollen die Politiker der Großen Koalition ihr Bauchgefühl für immer im Grundgesetz festschreiben. Doch die Warnung versickerte. Die Opposition geht: Ihr Bauchgefühl, das ist viel zu zaghaft. Das wurde seit Jahrzehnten von Neoliberalen vorbereitet. James Buchanan, einer der entschiedensten Verfechter von solchen Schuldenregeln, schrieb kurz nach dem Kalten Krieg: Der Kommunismus ist tot, aber der Leviathan lebt. Mit dem Leviathan meinte er den unersetzlichen Sozialstaat, den es ja auf jeden Fall zu begrenzen gelte. Denn wenn man diesen Staat nicht begrenze, dann werde sich immer mehr vom wirtschaftlichen Kuchen aneignen. Und genau das hat man in der Folge gemacht. Man hat solche Schuldenregeln in Verfassungen, in Verträge geschrieben. Auch in den EU-Verträgen gibt es ja Schuldenregeln. Also die Schuldenbremse ist nicht das erste Instrumentarium dieser Art, sondern nur eine weitere Regel, die sogar sehr eng mit dem EU-Fiskalpakt zusammenhängt. Diese Regel von 0,35%, die Neuverschuldung von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes, die in der Schuldenbremse steht, die kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern die hat man mehr oder weniger aus dem EU-Fiskalpakt entnommen. Im EU-Fiskalpakt ist nämlich eine Neuverschuldung von 0,5% des BIPs erlaubt. Da hat der deutsche Zentralstaat gesagt: Okay, wir machen 0,35% des BIPs, unsere Bundesländer und Kommunen, die machen da 0,15% und da passt das gesamtwirtschaftlich. Die Bundesländer und Kommunen haben dann aber gesagt: So, wir machen 0%. Das heißt, die Schuldenbremse ist sogar noch ein bisschen strenger geworden als der EU-Fiskalpakt. Und sowas steht in unserer Verfassung jetzt. Also, es ist völlig irre, dass die Medien damals, oder völlig verständlich, dass die Medien damals nicht besser darüber aufgeklärt haben. Gegen die Schuldenregel war insgesamt eher klein. Für den Publizisten und Sozialwissenschaftler Wolfgang Storz deutet das auf ein Grundproblem des Journalismus hin. Wenn es in Politik und Wissenschaft nur wenige Kritiker gibt, dann kommen kritische Positionen auch medial nicht vor. Also wenn eine Redaktion zum Beispiel sagt: Na ja, wir würden gerne auch einen Kritiker bringen und sie finden den im Bundestag gar nicht, dann haben sie natürlich schlechte Karten. Der Ehemann: Das ist traurig. Also da kann man sich nur fragen, was hat die Linkspartei zur damaligen Zeit gemacht? Ich meine, solche Politiker wie Oskar Lafontaine, die haben ja damals klare Reden gegen die deutsche merkantilistische Politik des Lohndumpings im Bundestag gehalten. Also, hätte man doch in der Linkspartei jemanden finden müssen, der damals da Kontra gegeben hätte. Also das ist schon wirklich traurig, dass hier angeblich keiner gefunden wurde. Der ehemalige Chefredakteur der Frankfurter Rundschau hat 2010 die Berichterstattung über die Finanzkrise in einer Studie untersucht. Sein Urteil damals: Die Journalisten haben diejenigen, die vor einer Krise gewarnt haben, nicht ernst genug genommen. Ich will nicht sagen, dass es dieses kritische Wissen nicht gab. Das war sehr wohl vorhanden, aber es war eindeutig minoritär. Vor der Finanzkrise seien diese Warnungen der Minderheit einfach versickert. Damit das nicht immer wieder passiert, bräuchte es laut Storz auch unter Journalisten die Fähigkeit, sich nicht einfach auf die Mehrheit der Wissenschaftler oder Politiker zu verlassen, sondern Argumente und Beweise selbst zu prüfen. Aber ob etwas stimmt oder nicht stimmt, darüber kann ich nicht sagen: Ja, da ist zwar ein Argument, das ist empirisch begründet, aber das ignoriere ich, weil das vertreten ja nur 3 und die anderen Argumente werden von 100 vertreten. Das geht nicht. Auch bei der Schuldenbremse waren die Warner in der Minderheit. Nichtsdestotrotz hätten die Medien selbst dort, wo sie die Warnung für... Ja, und das hat schon mal, also das zeigt, wie absolut hegemonial die Neoliberalen schon damals waren. Das zeigt, dass die Neoliberalen es seit den 80er Jahren sehr gut geschafft haben, den gesamten öffentlichen Raum in Beschlag zu nehmen und einen kompletten metapolitischen Wandel herbeizuführen. Und das zeigt eben ein kolossales Versagen der sozialdemokratischen Linken, die damals in der Linkspartei organisiert war. Also die Linkspartei, die hat damals komplett versagt, die hat nicht genug Kontra gegeben, die hat nicht genug Gegenrede geleistet.
Und sie hat danach auch niemals versucht, die Kritik an der Schuldenbremse zu popularisieren. Das zeigen ja schon die bescheuerten Debatten, die wir heutzutage führen, die vollständig an der wirtschaftlichen Realität vorbeigehen. Also dass so Leute wie Heiner Flassbeck nicht mal häufiger eingeladen wurden von linken Parteien, dass das nicht mal prominenter vertreten wurde. Wie gesagt, es gibt ja Oskar Lafontaine, der beispielsweise Reden im Bundestag gehalten hat. Aber der, eine Schwalbe macht doch keinen Frühling. Falsch hielten zumindest die Tragweite der Entscheidung erfassen müssen. Denn so ist eine breite mediale Debatte über eine folgenreiche Entscheidung größtenteils ausgeblieben. Nils Schniederjan hat recherchiert, wie... Ja, absolut guter Bericht von Nils Schniederjan. Kann man nur so unterstreichen, unsere Medien verbreiten nur neoliberale Propaganda. Das ist furchtbar und das führt dazu, dass so ein Unsinn wie die Schuldenbremse, der vollständig entgegen der wirtschaftlichen Realität geht, in unser Grundgesetz geschrieben wird. Das ist ein antidemokratischer, neoliberaler Anschlag auf unsere Verfassung, ein Anschlag auf die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, der nichts mit der wirtschaftlichen Realität zu tun hat. Ihr seht, die Unternehmen sind seit knapp 20 Jahren Nettosparer in Deutschland, während wir das Ausland zum Netto-Schuldner gemacht haben, was eine absolut katastrophale Entwicklung ist. Also die privaten Haushalte sparen ja sowieso immer, die Unternehmen sparen jetzt neuerdings auch und das Ausland zum Schuldner zu machen, das ist nicht so schlau, denn dann müssen andere Eurozonenländer sich verschulden, damit wir hier in Deutschland sparen können. Das ist keine kluge Taktik, sondern das hat zum Ausbruch der Eurokrise geführt und es wird weitere Krisen heraufbeschwören, wenn wir so weitermachen. Das ist etwas, was ich schon häufiger erklärt hatte. Hier sieht man nochmal die Finanzierungsseiten der letzten 20 Jahre. Ich finde, die Statistik ist ziemlich eindeutig, da gibt es nichts drin rumzudeuten. In diesem Sinne können wir nur hoffen, dass die Schuldenbremse alsbald möglich ausgesetzt oder sogar komplett gestrichen wird.